Ja, Leute, heute gibt es etwas ganz Besonderes und zwar wieder ein Duell. Aber kein Anime-Duell, sondern ein Oldschool-Duell. Heute mit Can. Hallo. Ja, und natürlich, Oldschool heißt wieder, wir haben richtig geile Decks. Wir haben hier auf der einen Seite Monarch und auf der anderen Seite? Phönix von Neftis. Also, wenn das nicht Retro ist, das ist wirklich nice. Monarch habe ich sowieso eine sehr enge Verbindung. Aber wie immer natürlich ist das hier ein Best of Three. Bedeutet also, wir werden jetzt zwar ein paar Duelle machen, eins oder zwei. Aber das dritte oder die anderen zwei, je nachdem halt, kommen eben bei CK Phoenix auf seinen Kanal. Von daher schaut auf jeden Fall unbedingt vorbei am Ende. Und dann würde ich sagen, rein ins Duell. Let's go. Los geht's. Let's go. Fünf und die sechste Karte. Ich liebe es, wenn meine Hand in Gold einfach orange ist. Orange? Das ist doch schön. Weißt du, was auch schön ist bei mir? Was denn? Du. ja, dann beschwöre ich mal einen Orangenen hier. Breaker. Okay. Ganz schnell geklärt. War der Grundartikel oder sogar dessen? 1-6. Ja, okay. Ich meine, das kann ja für die Einwohner jetzt relevant werden. Oh, jetzt echt Pass. Ja. Okay. Urteil. Nein, was? Okay, das ist, krass. Das ist krass. Ja, ganz ehrlich. Natürlich. Ach, Junge. Ja. Ja, und dann setze ich auch noch eine Karte und bist du dran. Das wird ein schnelles Duell, glaube ich. Ich merk's. Ja, kriegst du die Wolle werden? Was kommt jetzt? Nein. Reißender Tribut. Okay, das ist vollkommen. Und das ist ein Sangam. Nein, das ist so gut! Ja, das ist sehr gut. Oh mein Gott, das ist ja richtig schlecht. Dann nehme ich mir. Was nehme ich mir denn? Das ist voll die gute Frage jetzt. Was nimmt man sich denn da? Weiß nicht, Monster, glaube ich. Danke, bitte. Ich glaube, ich nehme mir Neftis Butlerin. Du hast nicht Sündenbock dafür. Wer weiß. Alter, das wäre richtig strong. Oh, Charge. Jetzt weißt du, dass ich Ruf der Gejagten spiele. Ja, so. Ah, bist du übrigens. Also, das war's dann. Also, du hast ja meine Normalbeschwörung aufgehalten. So ist bei Monarch das immer. Ja. Ach ja, das ist die andere, bei der ich überlegt hatte, die zu nehmen. Wow! Ich möchte auf ihre Lebenspunkte hinweisen. Ja, ich weiß. Ich fühle mich darauf hingewiesen. Du bist. Ich krieg. Also, das macht mich fertig, ne? Das macht mich echt fertig. Das kann doch nicht sein. Das geht doch einfach gar nicht. Wie also ich... Was ist los? Das macht mich hier komplett fertig einfach. Was ist das für eine Scheiße? Ja, ich... Ja, okay, ich muss es jetzt... Flip. Ohne Effekt. Normal Summon. Also Pre und Nutzen? Ja. Okay. Von der Hand. Warte mal, Du hast sie gesucht, aus Magier gezogen. Achso. Kann sein. Aha, er ist smart. Guck mal hier. Er lässt sie nicht rauslocken hier. Das ist gut, ja. Okay. Summon ist fine übrigens. Ja, nee. Hallo. Was ist jetzt denn? Ah, ich dachte schon BLS. Nein, nicht BLS. Puh. Ist das auch fein? Ja, das ist auch fein. Okay. Ich kann ran. Ja, was haben wir da? Eine Handkarte? Ja. Zwei. Kitty Crow. Nein. Sanga! Effecto. Into. Ja.
Die magst du doch. Das ist überhaupt kein Counter gegen dich. Ist halt nicht so gut, wenn dein Deck einfach von einer Karte, die jedes Deck im Format spielt, gecountert wird. Aber ja, du bist... Eine Karte gecountert. Ich bitte dich. Ja. Tribute ich dann natürlich. Ja. Testalos. Ja, schön mit der Handkarte weg. Nein. Nein, no, 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 Dutch. Scheiße, wo schlägt mir das Ding weg? Du musst mal auf ein Turnier bringen, einfach das ganze Deck weg. Einfach wegschmeißen. Einfach kein Bock mehr. Ja, gekommen. Ich wollte einfach mein Top-Deck verändern. Darauf wird es hinauslaufen, oder auch nicht, weil wenn du jetzt dran bist, du bist dran. Flip. Mhm. Boom. Das ist so. So will ich das doch sehen, mein Lieber. So, das will ich nicht sehen, will ich? Ja. Mal Top Deck war super. Brick. Na toll. Du. Ah, komm mal hier. Das ist EDD-Kriegerin. Spy. Okay. Gut, oder? Ja. Hab ich mal dazu debutieren? Ja, mach. Da liegen so viele Monster verdeckt. Hm. Du bist so ein Lebenspunkt am Limit, ich liebe das. Oh, das ist interessant. Das Ding ist halt ein Problem. Ja, da muss ich wie du auch mal was ohne Effekt rufen, ne? Ohne Effekt. Oh, okay. Ja, okay, ganz clean gesolved. Ja, aber clean unter Druck setzen, du bist dann. Haha, er hat den linken Duel gezogen! Die Blicke. Hand 2. Lebenspunkte? Ah, schade. Es ist genau das, ja. Aber ich habe noch eine andere gute Karte auf der Hand. Fair. Wie viele Angriffe haben die? Das ist jetzt die Frage. Ja, dann machen wir. Oh, wie gut! Und weißt du, was auch gut ist? Hm. Ja, der hat da Ulti drin. Ja. Oh! Ey, sag mal so, ich zieh echt nicht schlecht. Also, den brauche ich jetzt ja nicht mehr. Mhm. Und den auch nicht. Mhm. Weil den flippen wir jetzt, ja? Mhm. Und der ist der Wichtige. Das ist der Wichtige? Ja. Okay, das ist Snake. Oh, kann richtig sein. Das ist Battleface. Effekt! Oh no, 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 no. Oh no, 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 no. Warte, muss gucken. Das ist Snatch, okay, muss ja aufpassen. Setz dich noch in Karte. Mhm. Nimmst du. Ja. Tut mir leid. Hä? Flip? Ja. Snatch? Ja, das war ja klar. Snatch? Ja. Boom! Ui, 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 ui. Oh mein Gott, das ist krass. Ja, das war ja ein Duell der Extraklasse, aber Leute, das war nicht das einzige Duell, denn es gibt ein Best of 3. Bedeutet, geht rüber zu CK Phoenix, da gibt es natürlich den Rest des Best of 3. Also schaut da vorbei und wie immer wünsche ich euch natürlich einen wunderschönen Tag und wie immer viel Spaß beim Duellieren.